Hi, I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden, reserve warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Ja, hört sich doch schon mal ganz gut an. Hirschfelden. Sehr schön. Und damit herzlich willkommen hier bei The Hunter. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Call of the Wild. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Halt doch mal die Fresse. Ja, wen wir hier hören, das ist die Cornelia Conny Holzer. Die ist die Wildhüterin von Hirschfelden, haben wir ja gerade gehört. Ja, was ist denn das für ein Game? Das ist ein Jagdspiel. Ich weiß, bevor ich hier loslaufe, wollte ich das ansprechen. Es gibt natürlich Leute da draußen, die sagen, nein, Tiere jagen, wie kannst du nur? Es ist ein Game. Für mich ist hier in dem Game ist es dasselbe, ob ich hier auf ein Reh schieße, als wenn ich in Call of Duty auf einen Soldaten in Anführungszeichen schieße. Es ist beides nur ein Spiel. So, spüre dein erstes Tier auf, hör mal auf da rumzuwischen. Erlege es und verwerte es. Das nehmen wir an, was wir hier in der Hand haben, ist unser, das Y-Phone 5000, auch genannt der Hunter Mate. Der zeigt uns an, was so in der Nähe zu finden ist. Man kann hier auch Erfahrungspunkte bekommen, leveln, es gibt hier verschiedene Tiere, es gibt zwei Jagdgebiete. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Genau. Ja, zwei Jagdgebiete, wir sind hier in einem, ja, deutschen Jagdgebiet, in Rathenfeld zurzeit. In Hirschfelden, haben wir ja schon gehört. Und ja, unsere erste Aufgabe ist es mal, eine Spur zu finden. Also so ein Track. Abdrücke. Tiere. Ich finde, es sieht super geil aus. Wenn ihr Bock auf das ganze Projekt habt, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Es gibt hier natürlich riesige Downtimes, also Zeiten, in denen wir quasi genau das machen, was wir jetzt machen, so rumlaufen. Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Wir können auch rennen, wie wir gerade gehört haben, aber die meiste Zeit werden wir so rumlaufen, deswegen haben wir genügend Zeit Stay über. Low when you're stalking an animal to avoid being seen. Ja, über Gott und die Welt zu reden. Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. Also wenn ihr coole Themenvorschläge habt oder Sachen, über die wir mal gerne reden wollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Wir aber sind ja hier nach wie vor auf der Suche nach, ja, Fußabdrücken. Hufabdrücken oder Pfotenabdrücken, nach Abdrücken auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was das erste sein wird, was uns vor die Flinte kommt. Wir haben übrigens auch eine Waffe dabei, das ist die, ja, Startwaffe. Dann können wir auch das Visier abnehmen und dann so schießen. Zack. Ansonsten, was haben wir noch Schönes dabei? Wir haben ein schönes Fernglas dabei mit einer guten Zoomstufe. Mit dem können wir auch Tiere dann quasi, ja, uns angucken. Außerdem haben wir hier so eine Lockpfeife. Klingt für mich wie eine Gans. Vielleicht können wir da irgendwelche Füchse anlocken. Und dann haben wir noch hier die, ich nenne es die Müllermilchflasche. Sag mal, trinkst du gerade meine Müllermilch? Ne? Unsere Waffe ist unglaublich schlecht und unglaublich laut und hat unglaublich schlechte Munition drin, die quasi nicht viel Durchschlagskraft hat. Das heißt, damit sollten wir schon ganz genau treffen, ansonsten verwunden wir das Tier nur und dann können wir da eine Stunde hinterherlaufen. Und das meine ich nicht übertrieben, denn ich habe, wer auf Twitter geguckt hat, schon mal eine Aufnahme gemacht. Und in dieser bin ich 90 Minuten lang einem verwundeten Tier hinterhergelaufen und hab's dann verloren. Das war nicht so geil. Ich laufe jetzt hier einfach mal querfeld ein. Im Moment noch aufrecht. Später müssen wir uns dann sofort bewegen, aber wir können auch so ein bisschen schneller laufen. Und während wir hier eine Spur suchen, kann ich ja mal erklären, was wir so für Anzeigen haben. Unten rechts, da haben wir so einen, ja, einen Kompass. Ja, die weiße Nadel zeigt natürlich in unsere Blickrichtung. Zeigt natürlich in unsere Blickrichtung.
Und dieses grüne Teil ist quasi die Windrichtung. Das heißt, wenn da unten ein Reh ist, sollten wir jetzt so nicht daran gehen, weil dann kann es uns wittern. Ansonsten haben wir noch ja, die Anzeige, was wir gerade in der Hand haben. Unsere Lebensanzeige, denn man kann natürlich von Wildtieren auch angegriffen werden. Unsere Ausdaueranzeige ist dieses Herz da. Dann haben wir so eine Anzeige, ob wir geduckt sind, ob wir stehen. Wir können uns auch hinlegen. So. Ne? Für Tiere, die ganz scheu sind. Und daneben, ganz wichtig, so ein Geräuschmeter. Ne? Alles, was im roten Bereich ist, ist ganz schrecklich laut. Gerade wenn wir hier so durch ja, hohes Gebüsch laufen, sind wir natürlich richtig laut unterwegs. Deswegen müssen wir da dann geduckt durchlaufen. Ihr merkt also, das ganze Teil ist schon ein bisschen komplexer und ist auch ziemlich slow-paced. Das heißt, hier wird nicht so actionmäßig die ganze Zeit alles abgehen, sondern wir werden uns ranpirschen an die Tiere. Und dann werden wir gucken, dass wir da einen klaren Schuss liefern können. Hoffentlich. Jetzt aber gilt es nach wie vor erstmal überhaupt eine Fährte zu finden. Und auch wenn sie gesagt hat, hier müsste irgendwo eine Spur in der Nähe sein, sehen wir jetzt hier erstmal ganz genau nichts. Wie erkennt man so Spuren? Die leuchten weiß. Ja, ist halt, naja, ne? Also man kann es auch auf ganz realistisch stellen und dann hier alles ausstellen. Aber wer da eine Spur findet, Alter, der ist schon echt hardcore drauf. Und wenn wir so eine Spur aufgenommen haben, dann werden uns die nächsten Abdrücke des Tiers in so einem Türkis angezeigt. Das heißt, wir können das dann richtig verfolgen. Aber jetzt sind wir schon hier mitten im Unterholz und ich sehe immer noch keine Spur von irgendeinem Tier. Es gibt hier auch Eichhörnchen und Hasen. Hirsche gibt es. Es gibt Rehe. Ich glaube, es gibt Wildschweine, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall können wir hier auch auf Bisonjagd gehen. Europäisches Bison. Was gibt's noch? Den Slenderman gibt's hier irgendwo. Nein, den gibt's natürlich nicht. Aber halt sowas, so was man halt aus dem deutschen Wald so alles kennt. Wie gesagt, es gibt noch ein zweites Jagdgebiet, das ist dann so amerikanisch angehaucht. Aber wir sind hier auf dem deutschen Jagdgebiet unterwegs, weil ich einfach das hier farbenfroher fand. Das hat jetzt gar nichts irgendwie mit den Tieren zu tun. So, und hier ist eine ziemlich offene Fläche. Da ducken wir uns mal und gucken wir mal mit dem Fernglas, ob wir da irgendwas erspähen können. Manchmal auf so offenen Flächen, da sieht man ja dann was, gerade so am Waldrand. Ich bin natürlich der absolute Fachmann, was sowas angeht, denn ich komme ja aus Berlin und Berlin ist ja für seine riesigen Jagdgründe bekannt. Das da unten ist übrigens so ein Jagdunterstand. Sowas können wir mit Geld tatsächlich aufbauen lassen und dann können wir da uns, ja, auf die Lauer legen. Denn, wie gesagt, so eine offenen Felder, wenn da Tiere rüberkommen, hast du natürlich einen richtig guten Blick und einen richtig guten Schuss. Es gibt verschiedene Waffen, die wir freischalten können. Wir können mal ins Menü gehen. Und zwar könnt ihr hier sehen, es gibt auch Fertigkeitspunkte. Es gibt einmal den Pirscher und einmal den Lauerjäger. Ich weiß nicht, ob noch Sachen dazukommen. Der Pirscher ist vor allen Dingen halt, ja, auf der Pirsch, ne? Das sagt ja schon der Name. Der ist den Tieren auf den Fersen. Da können wir dann quasi Fährten lesen, verbessern und, dass wir weniger Geräusche machen und so. Und der Lauerjäger ist mehr mit irgendwelchen Duftstoffen und guckt, dass er die Tiere zu sich lockt. Ich finde das ziemlich cool, wenn man das auch im Multiplayer spielen kann. Ich denke, wenn man das zu zweit spielt und einer ein Pirscher die Fähigkeiten levelt und einer den Lauerjäger, ich glaube, dann ist man ein richtig gutes Team. Ansonsten gibt es natürlich Vorteile für die Waffen noch freizuspielen. Das sind so wie Perks, Gewehre, Pistolen, Flinten und einen Bogen gibt's. Ansonsten, ja, haben wir hier unsere Mission, das wissen wir ja. Und die Karte, da könnt ihr mal sehen. Wir sind jetzt in den Minuten von hier gestartet, hier so, und sind hier runtergelaufen. Und die Karte sieht so aus. Das hier ist quasi das ganze Gebiet. Keine Sorge, wir können hier aus verschiedenen oder zu verschiedenen Teilen auch eine Schnellreise hin machen, sobald wir das denn da freigeschaltet haben. Nur damit wir das mal haben. Und da hinten ist ein Brumpfschrei von einem Reh. Ich glaube aber nicht, dass wir es sehen können. Sah so aus, als ob das mitten aus dem Wald kommt.
Wir können allerhand Schreie und Rufe aufnehmen. Es gibt nicht nur Brunftschreie, sondern es gibt natürlich auch Warnrufe. Das heißt, wenn die uns sehen, uns wittern oder sonst was. Aber ich würde jetzt hier mal geduckt. In hohem Gras und in hohem Gebüsch sind wir natürlich viel, viel schlechter zu sehen für die Tiere. Aber wir können uns natürlich, wie gesagt, nicht so schnell fortbewegen, ne? Aber in dem Spiel geht es sowieso nicht um schnelle Fortbewegung. Nee, es ist nix. Sondern eher darum, ganz in Ruhe zu jagen. Wie gesagt, das Ganze für mich nur ein Game. Ob ich im wahren Leben jetzt auch irgendwie ein Tier erschießen könnte, ich wage es zu bezweifeln. Aber, wer weiß das schon. Ich als Berliner komme halt sowieso nicht in die Gelegenheit, dass einer sagt, hey, do you want to shoot a deer? So, wir tracken jetzt aber immer noch eine Spur, denn wir müssen, um unsere Quest zu erfüllen, die wir momentan haben, erstmal überhaupt eine Spur finden. Ich meine, wir wissen, da hinten ist ein Reh, wir könnten jetzt da in die Richtung gehen. Und dann würden wir da wahrscheinlich auch irgendwann eine Spur finden. Alter, guck mal, wie schön das aussieht. Aber ich würde gerne hier nach oben gehen. Leute haben schon auf Twitter gefragt gehabt, wie lang denn ungefähr die Folgen werden, da wir ja hier die meiste Zeit wirklich einfach laufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da noch nicht so Gedanken gemacht, aber... Huch, bin ich weggerutscht. Aber ich peile so ungefähr ja 30 bis 40 Minuten Folgen ein. Da das ja hier wirklich alles ein bisschen langsamer vonstatten geht und so, denke ich, da sind wir dann ganz gut, wenn die Folgen vielleicht ein bisschen länger gehen. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben und eure Meinung zu dem Spiel. Listen, did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Okay, und da hinten ist ein Brunftschrei. Wir gucken mal, ob wir diesmal was sehen können. Aber ich kann zumindest nichts erkennen. Wir können natürlich auch mit unserer Mühteil, ich glaube, das ist von einem Reh. Also wenn ein Reh einen Brunftschrei loslässt, dass wir dann quasi das Teil nutzen können, um das Reh zu uns zu locken. Ich glaube nicht, dass ein... Also es hört sich an wie ein Hirsch. Gehe ich jetzt einfach davon aus. Deswegen werden wir das einfach mal probieren. Während es anfängt zu regnen. So, direkt mal wieder das Fernglas. Aber wie sie sehen, sehen sie erstmal nichts. Ja, ich denke aber, das wird ganz cool. So haben wir wieder so ein richtiges Laber-Let's Play. Außerdem sieht es richtig schön aus hier. Für Leute, die einfach nur das cool finden, in einem Wald rumzulaufen. Wie gesagt, es gibt den deutschen Wald und so einen amerikanischen Wald. Mit Elchen da im amerikanischen Wald und Schwarzbären und so. Aber wer jetzt keine Tiere schießen möchte, aber es trotzdem cool findet, hier so lang zu laufen, der kann tatsächlich auch einfach nur Fotos machen von den Tieren. Hört sich jetzt bescheuert an, aber ihr habt hier ein Fotoapparat bei, ne, und dann könnt ihr jederzeit einfach ein Foto schießen. Finde ich auch ein nices Gimmick und ist nicht nur ein Gimmick, sondern ist tatsächlich auch so, dass es auch im Spiel Quests gibt, so kleine Nebenaufgaben, wo es dann heißt, ja, irgendwie ein Hirsch und eine Hirschin, wollte ich jetzt gerade sagen, und ein Reh auf ein Bild zu kriegen oder so. Aber nach wie vor sind wir hier immer noch auf der Suche nach unserer ersten Spur. Und wir tun uns gerade ein bisschen schwer. Aber das wird schon. Wir laufen einfach weiter in Richtung von dem Brunftschrei, den wir gehört hatten. Entweder finden wir eine Spur oder ja, Losung. Losung ist quasi scheiße. Nennt man bloß nicht scheiße. Oh, das sieht so schön aus. Da oben haben wir so einen Aussichtspunkt, aber das kommt erst, nachdem wir hier unser erstes Tier erlegt haben. Und da vorne ist so ein Point of Interest, glaube ich.
Also ein interessanter Ort, wo man mal hinschauen kann. Ich glaube, da gehen wir auch mal direkt hin. Ja, ist ein bisschen schade gerade, aber hier scheint nicht viel los zu sein. Aber heute ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und da vorne haben wir eine Spur. 90 Meter. Da gehen wir mal ganz vorsichtig hin. Vorher schauen wir mal. Da vorne ist die Spur. Ob wir hier vielleicht schon das Tier vielleicht sehen können. Nee, sieht nicht so aus. Den größten Fehler, den man machen kann, ist halt direkt dahin zu rennen. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn wir schon geduckt dort ankommen. Ich meine, der Wind steht für uns günstig. Aber wir werden sehen. So, ich gehe mal runter. Und da vorne könnt ihr jetzt sehen, das ist normalerweise, haben wir da nicht noch so ein Symbol. Das ist jetzt halt bloß, weil es die erste Quest ist. Ist auch jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, dann ist das hier. Und dann kannst du schon sehen, da sind die Spuren. Und das ist ein Dammhirsch, trabend. So, jetzt wird mir bei der Entdeckung schon wieder ganz anders. Denn was ihr nicht wisst, ist, dass ich ja davor schon mal, wie gesagt, einem Tier hinterhergelaufen bin. Anderthalb Stunden lang. Und es dann verloren habe. Und es war nämlich auch ein Dammhirsch. So, wir müssen dann jetzt Ausschau halten. Ihr seht auf dem Huntermate von der Spur, da geht wie so ein Blickwinkel weg. Und das ist die ungefähre Richtung, die das Tier eingeschlagen hat. Aber es kann natürlich auch kreuz und quer latschen. Deswegen muss man dann immer mal gucken, dass man da links und rechts guckt, wo denn das Vieh jetzt abgeblieben sein könnte. Und dann verfolgt man quasi die Spuren. Da war gerade ein Ruf irgendwo. Sounds like Gerlinde could use a hand. Nebenbei erfahren wir irgendwas über eine Gerlinde. Dass uns jetzt mal Gerlinde gesagt, völlig uninteressant ist. Oh, sorry. I just got a message from one of the local residents, Gerlinde Jäger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Okay. Und wie gesagt, wir suchen jetzt die nächste Spur. Die nirgends zu sehen ist. Das heißt, das Tier ist wahrscheinlich wieder in irgendeine Richtung abgehauen. Das ist die alte Spur, die wir hatten. Wir können auch rennen, bringt aber wenig. Bringt höchstens was, wenn du halt wirklich hinter einem verletzten Tier hinterher rennst, weil du dir denkst, okay, ich habe es eigentlich so getroffen, dass es sterben müsste. Da vorne haben wir eine andere Spur. Das erkennt man daran, dass sie weiß ist. Wenn es dieselbe Spur wäre, müsste sie eigentlich blau sein. Aber das ist auch ein Dammhirsch. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen was. Ich meine, wenn er hier übers offene Feld rennt. Aber es sieht schlecht aus. Macht mir sowieso ein bisschen Sorgen hier. Und wie gesagt, direkt am Anfang ein Dammhirsch. Da kommen böse Erinnerungen hoch. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Was mich gerade wundert, ist halt, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Spuren nur finden und dann die völlig verlieren. Hier ist auch wieder eine andere Spur. Da haben wir so eine Losung. Die ist frisch. Das heißt, das Vieh ist noch in der Nähe. Es ist ein Reh.
Aber wir haben natürlich keine Richtungsangabe. Könnte hier überall sein. Deswegen schauen wir mal ganz aufmerksam, ob wir irgendwas sehen können. Vielleicht mit einem Lockruf. Nee, scheint auch alles ruhig zu sein. Okay. Hier vorne ist noch eine Spur. Dann schauen wir uns mal die genauer an. Wenn hier so viele Spuren sind, dann will ich hier auch nicht laut langlatschen. Und die Tiere verscheuchen. Aber ihr seht schon, die traben alle. Das heißt, sie sind sowieso schon relativ schnell unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie vor uns weglaufen. Bis jetzt haben wir ja auch keinen Warnruf oder sowas bekommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie sich halt alle trabend bewegen. Und da vorne wird uns angezeigt halt so ein Jägerunterstand bzw. so ein Hochsitz, den wir halt, wie gesagt, für Geld uns aufbauen können. Nach und nach werden wir auf der Karte halt alles Mögliche freischalten. Ich meine, so wie in anderen Open-World-Games, das kennt ihr ja. Vielleicht haben wir da unten tatsächlich eine richtig gute Chance, irgendwas zu treffen. Es gibt hier dann irgendwelche ja, Gebiete, die man entdecken kann, in denen es halt so ist, dass gerade da Füchse jagen oder dass hier Anzeichen davon sind, dass hier irgendwelche Rehe nachts sich sammeln und sowas. Und dann müssen wir da halt gucken, dass wir da vielleicht nachts oder zu bestimmten Uhrzeiten dahin gehen. Jetzt aber sehe ich hier einfach einen Scheiß. Und jede Spur, die wir bis jetzt gesehen haben, verläuft sich einfach im Sande. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Wir stehen einfach mal auf. Oh, da vorne. Seht ihr das? Da ist irgendeine Spur, die wir gerade verfolgen, geht dort weiter. Und da könnt ihr schon sehen, ne? Die Richtung, die angezeigt wird auf dem Hunter Mate und die Richtung, die hier dann dran ist. Das ist eine völlig unterschiedliche. Und der Wind steht auch mittlerweile nicht mehr so gut für uns. So, hier geht's lang. Wir müssen einfach bloß gucken, dass wir die türkise Spur weiterverfolgen. Hier ist auch irgendwas blatt gedrückt. Wie gesagt, später werden wir... Oh, da habe ich schon gesehen. Also die Spur... Später werden wir im Spurenverfolgen und so deutlich besser noch. Jetzt am Anfang ist das alles sehr, sehr langsam. Ich meine, langsam bleibt sowieso, dafür ist es ja nun mal ein Jagdsimulationsspiel. Aber, und ich weiß nicht warum, ich habe mir das Game eigentlich als Gag geholt. Wollte mal als Gag ein bisschen Jagen aufnehmen. Und dann gezockt und irgendwie hat mich das voll in den Bann gezogen. Und irgendwie 5 Stunden später habe ich dann für mich entschieden, alles klar. Sehr alt. Oh, das ist lange her. Das heißt, wir können hier mal ganz in Ruhe gucken. Das Vieh wird über alle Berge sein schon wieder. Da vorne ist was. Trabend. Das ist der gute alte Dammhirsch schon wieder. Sieht so aus, als ob es tatsächlich ein Dammhirsch wird, was wir hier als erstes legen. Wenn wir denn irgendwann rankommen. Wie gesagt, wir könnten hier auch einen Hasen oder ein Eichhörnchen erschießen, aber... Aber sorry, ne? Das sehe ich jetzt nicht wirklich als Herausforderung. Das sieht so geil aus hier. Allein schon fürs Rumlaufen und irgendwie Fotos machen, lohnt sich das Game, finde ich. Also grafisch macht es echt viel, viel richtig.
auch spielerisch. Es gibt natürlich die ein oder anderen Macken. Vor allen Dingen, wenn ich renne. Ich meine, guck mal auf den Hunter-Mate. Der liegt nicht wirklich in der Hand, sondern wackelt da so rum. Aber das sind alles Sachen, über die man hinwegsehen kann, wenn man einfach hier durch die Wildnis läuft. Und versucht, irgendwelche Tiere zu jagen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche hilfreichen Tipps habt zu welche Waffe für welches Tier. Denn es gibt hier so einen Ethikbonus. Also könnt ihr euch so vorstellen, mit einer Panzerfaust einen Spatzen zu erschießen. Da kriegst du jetzt nicht irgendwie, also kommt keiner und sagt dann, hey, hast du richtig toll gemacht. Deswegen ist es so, dass du halt bestimmte Waffen für bestimmte Tiere. Und da wird dann gesagt, ja, guck mal, sehr alt. Da wird dann gesagt so, hey. Also das ist irgendwie ein fairer Kampf. Ich finde es trotzdem einen unfairen Kampf. Ich meine, da kann der Hirsch noch so schnell laufen. Meine Waffe läuft schneller, in Anführungszeichen. Die Frage ist jetzt, wo will er hin? Da unten sind schon wieder Spuren. Wir sind auch weiterhin auf der Jagd nach dem Hirsch. Der trabt immer noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er von uns weg will. Wir gucken mal, ob wir irgendwas erspähen können. Aber ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Hier sind noch andere Spuren. Das sind alles Dammhirschspuren. Ich meine, es ist ja kein schlechtes Zeichen. Das heißt, dass hier auf jeden Fall Viecher unterwegs sind. Die Frage ist nur, wo? Wie gesagt, das wird alles für uns ein bisschen einfacher, sobald wir erstmal geschafft haben, überhaupt irgendwas zu jagen und unsere ersten Erfahrungspunkte bekommen haben. Ab da ist dann deutlich sinnvoller und da bekommen wir auch deutlich mehr Informationen darüber, was wir gerade jagen, was vor uns wegläuft. Ob es verletzt ist, ob es männlich, weiblich ist und so eine Sachen, das kann man alles skillen. Da wirst du ein richtig krasser Jäger. Wo kam das gerade her? Das klang wie ein Warnruf, bin mir aber nicht sicher. Ja, liebe Leute, wenn ihr vielleicht nicht aus Berlin oder überhaupt aus der Stadt kommt, sondern so, ja, Dorfjugend seid oder auf einem Dorf aufgewachsen, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern ihr könnt mir ja vielleicht mal, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch tatsächlich schon mal gejagt oder war mal bei einer Jagd dabei zumindest und ja mal so erzählen, wie das, was das für ein Feeling ist. Ich meine, das für Leute wie mich ist das total schwer nachzuvollziehen. Denn wie gesagt, so das Einzige, was oder wo ich hinterherjage, das war vielleicht mal ein Bus morgens, wenn ich zur Schule gefahren bin. Oder irgendein Mädel. Aber ansonsten war da nicht viel. Jagen ist halt nicht so das, was du als Stadtjunge machst. Schwierig, Leute, schwierig. Aber zumindest bei so einem offenen Feld, da können wir hier ganz gut die Spur verfolgen. Sehr alt. Wir bekommen halt, also wenn wir was finden, dann ist es immer sehr alt. Das macht mir natürlich nicht gerade Hoffnung.
Vor allem, weil die ganzen Viecher immer traben. Wenn sie traben, sind sie natürlich ordentlich schnell unterwegs. Ach ja. Nichtsdestotrotz geben wir nicht auf. Wir sind immer noch unserem ersten Tier auf den Fersen. Also mittlerweile sind es natürlich mehrere Tiere, was wir schon verfolgt haben. Aber hier so ein Reh, ich glaube, da haben wir eine realistische Chance, das zu finden. Da sehe ich was Blaues. Wir müssen halt gucken, dass wir mal Spuren finden, wo irgendwie steht, dass es läuft. Oder zumindest keine Sachen, wo steht sehr alt. Also sehr alt ist immer sehr, sehr schlecht. Da vorne geht's weiter. Oh, und scheint so, dass wir hier so ein Gebiet gefunden haben, wo irgendwas ist. Gleich mal gucken. Ein Ruhegebiet. Von 0 bis 5 Uhr sind hier Rehe. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Aber das Vieh, das trabt immer noch vor uns weg. Boah, was hier wohl passiert ist, sieht so aus, als ob... Entweder wurden hier Bäume gefällt. Oder hier hat es gebrannt. Aber dann wäre das alles ein bisschen mehr verkohlt. Auf jeden Fall sind wir ordentlich laut unterwegs. Also was hier in der Nähe ist und Ohren besitzt, weiß auf jeden Fall, dass wir kommen. Losung sehr alt. Ja, das macht mir alles keinen Mut, hier noch irgendwas zu finden. Die Sicht ist auch richtig beschissen hier gerade. Können wir fast schon hoffen, dass wir durch Zufall irgendwas finden. Und manchmal hast du Glück und manchmal hast du Pech, ne? Und bei uns sieht's halt so aus, als hätten wir der Pech. Aber zumindest haben wir ein Ruhegebiet gefunden. Das ist ja schon mal sehr geil. Ich hätte natürlich in der ersten Folge ganz gern schon gezeigt, so hey, so sieht's aus, wenn wir ein Tier legen. Aber so funktioniert ja nun mal das Spiel nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es richtig krass interessant. Na, da war eine Mücke. Ich muss mal gucken, wie laut ich euch das Spiel stelle, denn wenn wir schießen, ist das richtig laut. Alter Verwalter, das ist ordentlich. Also da hast du wirklich das Gefühl, dass du schießt. Ich frag mich, wo das Reh uns hier hinlockt. Ich dachte gerade, da liegt eine tote Kuh oder so. Aber hier ist eine andere Spur. Mal gucken, vielleicht ist die früher. Bei Spuren wird uns leider nicht angezeigt, wie alt die ist. Dann haben wir schon wieder einen Dammhirsch. Ach du Scheiße. Brumpfschrei von einem Reh. Keine Ahnung, ob es uns bis da hinten hören kann. Wäre halt richtig gut gewesen. Der Wind steht auch richtig günstig für uns. Aber ich sehe jetzt hier kein Reh. Natürlich schlecht, aber da vorne geht auch unsere Spur weiter. Nee. Ich weiß nicht, wie das ist im Regen, ob wir da lauter sind. Oder leiser, mehr zu sehen, mehr zu hören, ich weiß es nicht.
können ja nochmal versuchen. Aber ich glaube, das ist nicht von Erfolg. Von Erfolg, keine Ahnung, wie der Satz zu Ende geht. Von Erfolg gegönnt, von Erfolg verwöhnt. Ich sehe da gar nichts. Gut, nichtsdestotrotz sollten wir mal unten bleiben. Ich glaube, das ist so das größte Problem, was man hat, wenn man sowas zockt. Dass man zu viel zu schnell will. Man sollte doch relativ gelassen bleiben. Wir sind ein Jäger, wir sind am Anfang unserer Karriere. Wir haben noch nichts geschossen, wir haben noch nicht mal unsere Waffe abgefeuert. Da können wir nicht erwarten, dass wir hier um eine Ecke gehen, Spur auflesen und sofort irgendwie einen Hirsch erlegen. Wie gesagt, so einen Dammhirsch zu schießen, das macht mir sowieso ein bisschen Sorgen. Aber wir werden sehen, liebe Leute. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, wann wir das erste Tier finden, ob wir überhaupt mal ein Tier finden oder ob wir hier ein 30 bis 40 Folgen langes Wir laufen durch die Pampa Let's Play machen, das seht ihr alles in der nächsten Folge von The Hunter, Call of the Wild. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.